Sounds. Und heute sind wir unterwegs in der Stadt Aarau und wir sind auf der Suche nach spannenden Geschichten von Menschen. Ein paar haben wir schon gehört in Aarau, aber eine fehlt uns noch, mindestens eine fehlt uns noch. Und hier schauen wir, ob uns jemand begegnet mit einer spannenden Geschichte. Jetzt sehe ich hier gerade einen mit dem Velo kommen, weiss nicht, ob der Zeit hat. Darf ich schnell stoppen? Natürlich. Hoi, ich bin der Lukas. Janik, freut mich. Janik, bist du gerade im Stress mit dem Velo Nein, unterwegs? Gar nicht. Überhaupt nicht. Hast du ein bisschen Zeit? Ja, sicher. Dann stell das Velo ab, wir hocken zusammen her. Ja, okay. Du hast sicher eine Geschichte zu erzählen. Ja, das auf alle Fälle. Also, komm, super, dann freue ich mich. Du hast ganz ein spezielles Velo gesehen, gell? Ja, also, es ist ein Reisevelo. Ja, bist du auf Reisen? Noch nicht, aber gleich. Was heisst das? Ja, ich starte am 1. August. Gehe ich auf eine Reise, wo ich von hier her starte, von Aarau, fahre ich los Richtung Südosten und gehe einfach mal ein bisschen die Welt anschauen. Und wie lange hast du dir gegeben, für unterwegs zu sein? Eigentlich gar kein Zeitlimit, sondern ich bin jetzt alles am Abbrechen, so ein bisschen, ja, die bestehenden Zelte zusammenräumen, ein bisschen einpacken, einlagern und komme dann irgendwann wieder zurück. Das klingt du so ein bisschen nach einem Cut in deinem Leben, ist das so? Ja, ich selber als für mich so ein bisschen als Neustart. Aha. Als Neustart definiert, wo ich sage, ja, das Leben bis dahin hat mir eigentlich gepasst, es war alles lässig. Aber es ist so, ja, es war lässig, es war okay gewesen, aber ich habe auch Leute schon getroffen oder dürfen kennenlernen, muss ich schon fast sagen, die können sagen, sie haben ein richtig geiles Leben gehabt. Und das willst du auch haben? Ja, ich habe mir gesagt, es ist ja mein Leben, ich kann mir aussuchen, was ich mache. Wir haben hier in der Schweiz so gewisse Werte gelehrt bekommen, die sicher gut sind. Darum geht es uns auch so gut, wenn wir um uns herumschauen. Wir haben alles, was wir brauchen. Aber gleich kann ich müssen sagen, so, das perfekte Leben für mich sieht irgendwie anders aus. Und weil ich mir noch nicht so vorstellen kann, wie das am Schluss so aussehen soll, habe ich gefunden, jetzt gehen wir mal ins Ausland. Schauen, wie die Leute dort das tun, ja, bewerten, anschauen. Ja. Und eigentlich ist es eben so ein Reise zu mir selber. Eine Lebensreise zu dir. Wow, genau. Das klingt super schön. Ja, aber lass uns noch schnell ein bisschen zurückschauen. Du sagst ja, eigentlich hatte ich ein gutes Leben mit 27, 28. 28. Mit 28, das ist ja noch nicht so wahnsinnig alt. Nein, oder? Gar nicht. Aber hast du schon ein paar Sachen erlebt? Ja. Was hast du gemacht bis hierher? Eigentlich nur gearbeitet. Also ja, mal eine Ausbildung gemacht. Eben, ja, wie ich alle, mein ganzes Umfeld. Oder? Dort haben viele schon so ein bisschen Reisen gemacht. Sprachaufenthalt, Auslandsreisen. Ich selber habe noch nie das gemacht, weil ich gefunden habe, ja, Sprache mal sicher wäre cool. Ich kann mir es wie hier einfach nicht wollen leisten. Weil ich den Sinn nicht so gesehen habe, mit einfach nur eine Sprache lernen, 3 Monate zurück sein. Ja, weil halt auch die Leute, die das gemacht haben, das hat mich immer so ein bisschen abgeschreckt, halt auch nur die Hälfte von dieser Zeit so wirklich können geniessen. Das ist jetzt etwas, ich beobachte das seit etwa 3 Jahren. Und was mir wirklich aufgefallen ist, alle sagen, es war mega cool gewesen. Aber wenn man so fragt, ja, wie lange es können geniessen oder was hast du am meisten genossen, sage ich immer, in der ersten Hälfte war es super. Ja. Plötzlich haben sie gemerkt, jetzt ist die Hälfte vorbei und das war im Hinterkopf. Ja, das ist so typisch Mensch, gell? Ja, wenn man schon das Ende genau. So ein bisschen sieht, dann genau. Ist man schon aufs Ende fokussiert und denkt, genau. Oh, ja, jetzt ist die Zeit schon vorbei, ja. Und jetzt kann ich schon nicht mehr. Und dabei hast du schon die zweite Hälfte, ja, komplett und dann ist alles geniessen. Und darum ist das jetzt eben auch so ein bisschen zu dieser Reise geworden, mal ohne Zeitlimit, weil ich das wollte verhindern. Dass die Hälfte irgendwann darüber aus, ja, dass ich dort darüber ausgehe, darum gehe ich jetzt eigentlich. Aber staune ich schon ein bisschen, oder? Ja. 28, ich meine, du musst schon ein bisschen Kohle haben. Das kannst du sagen, jetzt gehe ich einfach mal, ich weiss nicht, vielleicht ein Jahr, vielleicht 2 Jahre, vielleicht 3 Jahre. Oder gibt es gleich so ein bisschen so eine Deadline, wo du sagst, also weiter kann ich nicht, das ist das Maximum, was ich machen könnte? Ja, das Thema Geld, das finde ich aber lustig. Wo ich mich mit, das ist auch am Anfang so der Punkt, ich gesagt, hey, was kostet das? Weil finanziell bin ich nicht der, der ein riesen Vermögen hat. Es ist schon etwas können sparen. Aber das sind jetzt einfach mal in Zahl sind das 20'000 Franken. Und ich sagte mal, das darf die Reise kosten. Und wenn das Geld weg ist, dann muss ich überlegen, wie geht es weiter. Ja. Ich habe da auch schon durch andere Interessen noch vor dem technischen Kauf, den ich gemacht habe, also das Thema Internet ein bisschen kennengelernt. Und dort hat auch Wege gesehen, wie man von unterwegs aus etwas machen kann. Ah, du würdest ja auch jobben zwischendurch, das würdest du machen? Ja, jobben bin ich jetzt am überlegen. Also ich habe noch eine Ausbildung zum Barkeeper gemacht. Weil das war eigentlich so meine Notlösung. Ja. Weil es eben das Thema Geld, wo ich mir gesagt habe, ja, irgendwann ist vielleicht fertig. Oder was ist, wird ausgeraubt, alles Geld ist fort. Plötzlich das Konto leer gesperrt, ich komme an nichts mehr. Was kann ich machen? Dann habe ich überlegt, ja,
eine volle Aldi-Vertretung zu finden, ist noch möglich, aber kann ich dort arbeiten, nur weil ich das Wissen habe vom Job jetzt? Ich habe gemerkt, nein, wenn ich Sprache nicht rede, dann kann ich das System nicht bedienen und ich glaube nicht, dass sie die extra für mich auf Deutsch umstellen, also kann ich das vergessen. Also ich war immer gerne im Ausgang, Musik, so Bars, das zieht mich immer an. Mhm. Und da fand ich, komm, wieso nicht das? Ich bin da schon immer wieder an Bars am Arbeiten, ein bisschen am Helfen im Eventbereich und ja, wieso nicht eine Ausbildung machen? Aber jetzt, du hast vorhin Auto angesprochen, hast du einen Hintergrund mit Auto? Ja, also, genau. Also ich habe Automobilfachmann gelernt. Ja. Habe dann in der Wacht, also in der Lehrerinnen, schon gemerkt, das ist nicht so meins. Da gehöre ich nicht das Leben lang her, weil ich schon immer gerne geschwätzt. Ich bin gerne mit Leuten. Ich bin gerne um andere Leute. Mhm. Und ja, vor allem immer so ein bisschen die speziellen Kunden, habe ich gemerkt, die haben irgendetwas geschafft. Das, ja, ist cool. Mhm. Kann ich das gewinnen? Da habe ich gemerkt, es entspricht nicht mehr. Dann bin ich auch gerade der Lehre eben auch vor, aus der Werkstatt, weil ich da schon gewusst habe, wenn ich jetzt wieder in der Werkstatt bleiben würde, dann würde ich wahrscheinlich immer dort bleiben und ich komme nicht daraus raus. Dann bin ich zuerst mal auf dem Bau, temporär gearbeitet, ein halbes Jahr. Und dann bin ich zurückgekommen, ja, in eine kleine Autowerkstatt, so ein bisschen im Kundenkontakt, im Verkauf, also Ersatzteile, Serviceleistungen. Und das habe ich dann gemerkt, mal, das könnte es sein. Dann bin ich zwei Jahre dort gewesen und plötzlich gemerkt, mir passt das kleine Umfeld nicht. Mhm. Wir haben einen sehr grossen Betrieb gelernt und ja, plötzlich hatte ich so den Wunsch gehabt, wieder nach einem grossen Betrieb. Und so bin ich dann ins Schauen gekommen, an einen neuen Betrieb hergekommen, habe mich eigentlich auf einen Hintergrundjob beworben. Ja. Aber weißt, es ist ja auch schon ein bisschen komisch, oder? Ich meine, jetzt bist du mit einem Bike hier, bist im Autogewerbe tätig, das passt ja gar nicht, oder? Also ich meine, die im Autogewerbe arbeiten, die haben doch meistens die coolsten Kerren, irgendwie mit breiten Felgen und Täufer und satten Sound. Ja. Und du kommst da irgendwie mit einem Velo daher. Das stimmt nicht mit dir, oder? Mal, ich glaube, ich habe mir dort am Anfang den falschen Weg ausgesucht. Mhm. Sehe ich das heute ein bisschen. Ich habe es zwar auch probiert, so mit tiefen, breiten, grossen Rad. Es war lustig, aber es war wie wieder weg. Mhm. Das ist später, irgendwann so mit 21 bin ich günstig an das Porsche Cabriolet gekommen. Das war auch lustig für ein halbes Jahr. Aber gleich habe ich gemerkt, auch das wird normal. Mhm. Ist es dann so super, mega cool? Ja, für die Kollegen war es cool. Die sind in diesem Alter noch nie in Kontakt mit so einem Auto gekommen. Aber ich habe im Geschäft immer so ein Auto gehabt. Ja, selber plötzlich einen besitzen, hat so Spass gemacht. Aber als ich ihn verkauft habe, ist es zwei Monate gegangen und dann ist es vergessen gewesen. Und heute erinnere ich mich gerne daran. Das Velo ist dann lustigerweise eben mehr gekommen, als das Thema Reisen angefangen hat, aktuell zu werden. Und ich durch einen Vortrag, wo zwei um die Welt gelaufen, getrampt sind, habe ich gemerkt, eine Weltreise könnte auch günstig gehen. Viele Leute, Als ich kennengelernt habe, die haben immer so, wo ich gefragt habe, was kostet das, wo Preise genannt haben, so zwischen 50 und 100'000 Franken, das war echt zu viel. Und auch zum finanziellen Stemmen gar nicht so einfach möglich. Mhm. Und dann, als ich die gesehen habe, zu Fuß, dann habe ich gemerkt, hey, die haben nur Zeit gebraucht. Verpflichtungen loslaufen, einen Schritt nach dem anderen. 3,5 Jahre später sind sie rundherum gewesen. Wow, 3,5 Jahre? Ja, die sind da lange unterwegs gewesen. Was denkst du, was du findest auf deiner Reise? Oder was erwartest, was erhoffst du? Genau, also das Einzige, was ich mir auf dieser Reise so erhoffe, ist, so ein bisschen anzukommen in dem Innen, wo ich das Gefühl habe, was richtig ist. Ich habe so Überzeugung bekommen, dass jeder Mensch jetzt eine Aufgabe hat. Oder etwas kann er einfach besonders gut. Was kannst du da gut? Aktuell ist es, ich weiss es eben auch noch nicht ganz. Ich weiss einfach, dass mir wahnsinnig leicht gefällt, neue Sachen, die mich wirklich anziehen, voll reinzugehen. Dass ich dort einfach 200% geben kann. Also die begeistern für voll. Etwas. Das kann ich mega gut. Oder auch, wenn ich etwas, das mich so begeistert, das für mich einfach richtig ist, dass ich so gnadenlos durchziehen kann, ohne dass irgendwie, ja, alle Konsequenzen, die ich jetzt auch mit dem Entscheid, den ich jetzt da getroffen habe, dass ich gehe mit der Kündigung und alles, da hat es auch viel, eben beruflich und privat, viel Wellen gegeben. Und es war so logisch gewesen. Es hat mich eigentlich nie etwas ins Wanken gebracht, sondern es hat sich mehr bestärkt und gesagt, mal, es ist das Richtige. Aber hast du denn nie gehadert? Weißt du, meine, wenn du einen Job hast, das ist Sicherheit, du hast ein Einkommen, du musst die, ich sage jetzt nicht, es ist alles einfach, aber es ist doch immerhin, du hast eine Sicherheit, du hast eine Lebensgrundlage, die da ist. Und jetzt sagst du einfach mit einem Zack, sagst, ich könnte, ich gehe, ich habe ein Velo, ich fahre jetzt einfach mal los. Mhm. Das ist ja wahrscheinlich schon ein Moment, der ein bisschen hadert, oder? Ich habe gehadert damit, dass am Anfang mir der falsche Zeitpunkt war. Der Punkt war der,
ich bin zu der Freundin und gesagt, Schatz, ich will reisen. Oder ich muss reisen. Dann hat sie gesagt, super, das habe ich schon lange gedacht, du sollst gehen. Ich habe es einfach nie gesagt, weil ich weiss, dass wenn ich gedrückt habe, dass du geblockt hast. Aber gang, ich unterstütze dich, ist mega cool, mach was du brauchst. Und dort hatte ich eben noch im Kopf, ich möchte im Frühling 20 starten und einfach gehen. Und sie hat dann wie gesagt, nein, geh kleiner. Im 20 habe ich das Gefühl, gehst du aber das ist gefährlich. Also wenn deine Frau, dein Schatz, sagt, du geh kleiner, oder? Ohne mich, geh kleiner. Hast du dir noch nicht ein bisschen Gedanken gemacht, dass sie dich loswerden will? Nein. Da sind wir aber mittlerweile noch so ein bisschen... Das ist auch ein schwieriges Thema gerade. Ja. Aber mittlerweile habe ich ein bisschen verstanden, was sie gemeint hat. Und ich war am Anfang noch zu wenig weit, weil es ist im Oktober, November letztes Jahr, habe ich den Entscheid getroffen, mal, das mache ich. Und wollte wie eigentlich noch über ein Jahr Zeit haben, um eben trainieren zu kommen, mich einzulesen, wie mache ich es, wie ziehe ich es durch. Ist es nicht auch ein bisschen Unsicherheit, einfach noch ein bisschen rauszögern, das kannst genau. Sagen. Ja, vielleicht war es auch noch so ein bisschen Angst gewesen, man weiss ja nicht gross, was passiert. Ja, aber plötzlich kommt die Weihnachten rum, wo ich mir viel Zeit auch hatte, um über das nachzudenken, habe plötzlich gemerkt, man, eigentlich hat sie recht. Lampen mit der Freundin und hast gedacht, nein, gar nicht. Das war eine super Zeit. Sicher, okay. Ja, das war eine schöne Zeit. Mhm. Aber plötzlich habe ich gemerkt, mal irgendwie... Ja, ist das einfach so ein Samen gewesen, der aufgehört und gesagt, mal, jetzt fühlt es sich gut an. Mhm. Was erwartest du von deiner Beziehung? Also, weißt du, du hast jetzt eine Beziehung, vorhin hast du zwar gesagt, es ist ein bisschen schwierig im Moment. Oder das Thema ist ein schwierig. Das Thema, genau, mit dem aber Unbekannten. Aber sagst du jetzt deiner Freundin, schau, Schatz, ich gehe. Du bist hier, ich bin dort, schauen wir mal, was kommt. Also ohne Verpflichtung. Oder sagst du, ich habe schon die Erwartung, dass du auf mich wartest, bis ich wieder zurückkomme. Aber das ist ja auch schwierig, oder? Ja, nein, das Warten, also das weiss ich ja. Ich erwarte nicht, dass sie wartet. Der Punkt ist der, dass man so alle Varianten durchgecatcht hat. So von wegen, ja mal, es ist ja nicht, dass jemand nicht will, sondern ja, die Beziehung die ist auf wunderbaren Beinen schon, die, wo man sagen, es wäre eigentlich, ja, eben, völlig unlogisch, dass ich jetzt das mache und einfach mal cut ins Gange. Glaub, aktuell sind wir mehr, dass wir sagen, wir bleiben zusammen, aber es kommt darauf an, was passiert. Beide verändern sich. Wenn ich 2 Jahre weg bin, kann es halt durchaus sein, dass wir uns beide plötzlich für jemand anderes begeistern. Aber hankerum sagen wir auch, es kann ja sein, dass das genau die Zeit übersteht. Man kommt zurück und man weiss, man gehört zueinander. Oder? Und das ist also das, ist eigentlich noch so ein schöner Brückengedanke auch zu dieser Reise. Ich bleibe so lange weg, eben bis ich das Gefühl habe, auch, jetzt bin ich angekommen, jetzt weiss ich, was ich will für den Rest. Mhm. Und wenn sich das mit dir überschneidet, dann weiss ich einfach, dass das dann auch die Frau fürs Leben ist. Ja, aber weißt du, wo du dich für so schnell für etwas Neues kannst begeistern kannst? Ich meine, du siehst wahrscheinlich schon, wenn du Sarah rausfährst in der Frau, und siehst, wow. Und dann ist es dann möglich, dass deine Reise stoppt und sagst, nein, jetzt bleibe ich hier. Wärst du so offen, dass du sagst, das ist auch möglich? Nein. Weil so das Thema Frauenbeziehungen oder einfach so ein bisschen das schnelle, unverbindliche, klar, die Phase, die hat, glaube ich, jeder. Aber ich habe es gar nicht so wirklich gesucht, sondern es sind mehr aus Singles, so spontane Sachen gewesen. Eben, es hat sich ergeben, es hat sich richtig angefühlt, alles ist so okay. Ich selber weiss, wenn ich in einer Beziehung bin, dass ich dort wirklich extrem loyal bin, aber auch im Geschäft. Und ja, ich tue immer so entscheiden, dass, wie wenn es auch mein Unternehmen wäre. Oder? Und so in der Beziehung halt umso mehr, dass ich sage, hey, ist es mir wert, das, was wir jetzt in den letzten 3 Jahren aufgebaut haben, mit einer Handlung zu zerstören. Mhm. Du bist recht geerdet so für deine 28, finde ich, oder? Ja. Hat es dir etwas gegeben, das dich so geprägt hat? Oder ist das einfach so dein Naturell, wo du sagst, ich bin immer so ein bisschen mit beiden Füßen am Boden gestanden. Du warst nie so ein Spinner, der einfach völlig ausgetippt ist und Zeug gemacht hat, die halt so vielleicht Jugendliche oder so machen. Nein, eigentlich bin ich schon immer so gewesen. Sehr reflektiert, würde ich jetzt nicht gerade sagen, aber ich habe mir schon immer viel überlegt, bevor ich etwas mache. Mhm. Ja, herstehen, überlegen, macht es Sinn? Auch blöde Sachen überlegen, macht Sinn, wenn ich merke, nein, Konsequenzen, so impulsiv, einfach mal reinschießen, gibt es durchaus, aber ist eher selten. Ich bin jetzt nicht so der sich wie Kontrolle verliert. Das ist halt schon etwas, wo ich vielleicht auch mal ein bisschen versuche, mit dieser Reise aufzubrechen. Ja. Weil ich manchmal das Gefühl, es wäre vielleicht auch besser, wenn man einfach weniger denkt, einfach mal macht und schaut, was passiert. Janik, jetzt reden wir immer von deiner Reise. Wann startet die? Ah, die startet am 1. August,
Also jetzt unmittelbar? Genau, das ist wow. Anderthalb Monate. Ja. Was ist denn so die Vorbereitung bis zum 1. Also, ja. Am 1. Mai hockst du aufs Velo, 1. Mai, 1. August hockst du aufs Velo genau. Und nachher schaupst du auf einmal. Genau. In welche Richtung geht's? Südosten. Südosten. Das ist klar, ja. Aha. Und was nimmst du denn mit? Also, ich meine, mit dem Velo hast du nicht wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ein Zelt oder was nimmst du mit? Ja, also, beim Velo selber kommen jetzt hier vorne und hinten an der Seite kommen insgesamt noch 4 Taschen dran. Mhm. Am Lenker noch eine und auf dem Gepäckträger selber ist oben drauf noch so eine längliche Rolle. Dort ist das Zelt, Schlafsack, das Mettchen drin, das Kamerastativ noch. Und über die Tasche ist dann die ganze Ausrüstung verteilt. Mhm. Also das ist eigentlich sehr, sehr etwas Kompaktes. Man hat den ganzen Hausrat, ist auf dem Velo drauf. Ist eigentlich alles, was man in dem Moment besitzt, ist das Velo und die Taschen und die Innen. Wahnsinn. Das ist schon. Gibt es so Momente, wo du Angst hast, wo du sagst, jetzt habe ich so viel von dem geredet, dass ich gehen will und jetzt muss ich eigentlich fast gehen. Vielleicht wäre das Herz schon lange dort, das sagt, nein, jetzt geh nicht mehr. Aber jetzt kannst du wie nicht mehr zurückfahren. Nein. Aktuell ist es eigentlich genau so, dass das Herz eigentlich schon in dieser Reise innen ist. Vorfreude riesig ist und ich am liebsten einfach jeden Tag fürs Zeug packen und draufhocken. Aber einfach merken, es fehlt noch, wir sind einiges an Vorbereitungen, die zu treffen sind. Mhm. Halt eben so das Thema, Möbel loswerden, Hausraum. Also Wohnung und so löse ich auf? Ja, das ist einfach mein Teil. Die Freundin und ich wohnen zusammen. Ja. Wir sind so verblieben, dass wenn ich quasi alles von mir aus der Wohnung entferne, dass ich irgendwo zwischenlager und sie die Wohnung für sich hat, dann trägt sie auch die vollen Kosten dafür. Dann komme ich eigentlich aus dieser finanziellen Verpflichtung komplett raus. Habe ich gerade unterstützt und gesagt, mal lässig, ich kann es sicher irgendwo einstellen. Oder ja, ein Lagerraum ist günstiger, wie immer Miete zahlen. Ja, und das klingt für mich wieder extrem schräg. Ja. Weißt du, wenn du eine Beziehung hast, ja. Dann ist es doch eher so, dass deine Freundin sagt, alles vom Yannick top halten, ja. Noch ein bisschen Erinnerung ja. Und noch ein bisschen Beziehung zu ihm. Ja. Und du sagst jetzt nein, rausraum, du zahlst selber deine Wohnung, kannst dafür alles selber brauchen. Das ist schon noch recht tough, oder? So ja, die Haltung. Voll. Ich glaube, das ist eben das. In solchen Sachen bin ich halt schon der, wenn ich eine Idee habe, und eben begeistert, dann mache ich eigentlich nicht um den Kopf, egal was es ist. Bist du ein bisschen verbissen? Ich drehe es völlig. Weil ich habe wirklich... Ich habe so ein Gespür in mir drin, wo man einfach sagt, mal, wenn du das machst, kommst du dir da, wo ich will sein. Und was auch immer das ist, das... Manchmal macht es mir einfach... Angst ist das falsche Gefühl. Es ist eher so Respekt davor, dass ich nicht weiss, wo ich lande. Aktuell ist es wirklich mal aus Südosten los, wir gehen mit dem Velo, keine Ahnung wie lange. Ja, mal schauen, was passiert, oder? Bin gespannt, was wird passieren. Was muss denn passieren, dass du sagst, jetzt bin ich wie bei mir angekommen. Ja. Jetzt bin ich angekommen. Jetzt. Und vielleicht ist das kurz außerhalb von Aro, ich weiß es nicht. Ja. Dass irgendetwas passiert, wo du sagst, das habe ich gesucht. Mhm. Jetzt kann ich eigentlich schon wieder umkehren. Das ist gut. Mhm. Das ist aktuell... Beschreibe ich das Gefühl noch so ein bisschen aus. Es ist einfach richtig. Es gibt kein Müssen mehr. Es ist alles noch ein Dürfen, ein Wollen vor allem. Etwas, das mich zieht. Wo ich einfach spüre, mal, ich kann aufstehen und es geht gerade los mit dem, was ich gerne mache. Ist also, gewisse Leute würden das beschreiben mit ja, ein Hobby zum Beruf machen. Aber ich, das finde ich wieder falsch, weil die Hobbys, die ich heute habe, kann sein, dass das nicht so wirklich... Also, ja, Hobby ist vor allem zu fest so mit Freizeit und nicht monetären Sachen verbunden. Ich sage, ja. Nein, ich möchte wie mein Leben zum Beruf machen, dass ich irgendwie zum, ja, zu meinen Fähigkeiten finde, die ich wirklich gut kann, natürlich, ja. Dass ich irgendwie kann monetär umsetzen und plötzlich ja, kann ich davon leben und kann eigentlich das Leben lang anderen Freude machen mit dem, was ich mache und selber dabei Freude haben. Und dann haben wir alle zusammen mega fest Freude. Und ja, das ist jetzt so ein bisschen simpel ausgedrückt, so ein bisschen das, was ich mir eigentlich hoffe. Einfach das positive Gefühl, man steht auf und es macht Freude. Schauen wir noch ein bisschen vor. Ja. Wenn du jetzt zurückkommst und du hast vielleicht eben das, was dir Freude macht, du hast es gefunden. Ja. Du kehrst um, kommst zurück, läutest bei deiner Freundin ja. An der Tür, es macht einen anderen Typ auf und du sagst, hoi, ich bin der Yannick, ich bin, glaube ich, der Freund. Vielleicht gesehen von ihr. Und dann sagt, ja, Yannick, da muss ich dir schon sagen, du bist es gesehen. Ja. Ich bin schon seit, wo du weggefahren bist aus Aarau, bin ich eingezogen. Ui. Weil sie hat die Wohnung ja nicht allein können tragen. Ja. Was würde das mit dir machen? Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich habe mir das noch gar nie so wirklich vorgestellt, weil ich sie so gut kenne und weiss, dass
wenn so eine Situation passieren würde, dann würde ich es auf der Reise schon wissen. Ich glaube nicht, dass ich heimkomme und da ist einfach ein anderer dort. Und dann hätte ich noch genug Zeit, um mich unterwegs mit dieser Sache so auseinandersetzen, dass es wie okay wäre. Weil, es klingt vielleicht jetzt für viele ein bisschen komisch, wo das werden hören, aber schlussendlich kann man sich auch mit so etwas arrangieren. Wenn es wirklich so ist, ja, und sie jemand anderen gefunden hat, der in dem Moment ihr Leben passt, dann bin ich nicht der, der dem im Weg steht, weil ich habe weder Eigentum an ihr oder irgendwelche Ansprüche, wo ich kann sagen, mal, du bist mir und du musst jetzt einfach da bleiben und ich komme dann irgendwann wieder, sondern es ist immer so ein bisschen ein Miteinander. Ja. Ja, und wenn jetzt wir halt uns in dieser Zeit auseinander entwickeln, dann... Muss es so sein. Genau, Habt ihr miteinander abgemacht, wie ihr kommuniziert, wenn du jetzt abreisest, wenn du gehst? Ah nein, so geplant, wie wir kommunizieren. Also habt ihr gesagt, einmal pro Woche tun wir Skypen oder mit SMS oder WhatsApp oder was es alles gibt? Oder ist es völlig alles los? Völlig los, ja. Also so Themen haben wir noch gar nie besprochen. Nein. Hast du nicht gesagt, es wäre eigentlich auch noch wichtig, dass wir das mal ein bisschen thematisieren, weißt, dass wir wissen, beide, wie machen wir das? Weil ich weiß nicht, was hast du für ein Gefühl, wenn sie jetzt 3-4 Wochen einfach nichts, hörst nichts von ihr? Würde das nicht ein bisschen ein ungutes Gefühl geben? Ich weiss, dass jetzt einfach 3-4 Wochen nichts voneinander hören. Also, es kann sein, solange man eigentlich kein Internet hat, oder ich besser gesagt, weil sie hat wie immer auch in der Schweiz, wird es immer eine gewisse Kommunikation geben. Weil ich das auch von mir, ja, ich habe ein gewisses Mitteilungsbedürfnis zu Leuten, die ich kenne. Ich bin zwar nicht der, der das Nadel Tuschur davor hat und immer, wenn jemand schreibt, gerade Sekunden später zurückschreibt, da bin ich schon der, der das Telefon mal da kann legen kann und so oben mal alle WhatsApp auf einmal beantworten oder die E-Mails, die gekommen sind. Darum, ich glaube, ich habe es nie thematisiert oder auch sehe nicht, weil wir beide wissen, man sieht es ja, man stellt es fest, wir sind auch die, die nicht tagtäglich miteinander schreiben, wenn wir unterwegs sind. Weil wir sehen uns ja spätestens zu oben einmal wieder. Ja, eigentlich immer zu oben. Und das war eigentlich schon in den letzten 3 Jahren immer so ein bisschen auch das gewesen, was für uns gestimmt hat. Ja. Wenn ich dir jetzt von so aussen sage, ich glaube, ihr habt euch einfach auseinandergelebt und jetzt gehst du und du bist eigentlich noch froh, jetzt gibt es so wie einen Cut. Die Wohnung konnte räumen, nicht ein riesen Theater, weil es ist ja schon ein bisschen vorgeplant war. Es ist eigentlich so recht gelegen, kommt das Ganze. Ich sehe es gar nicht so im Fall. Ich bin froh, wenn du es nicht so siehst. Ich bin froh. Es ist eben noch spannend, das auch zu hören, oder? Wie das auf andere, was für einen Eindruck das macht. Weil das haben wir noch gar nie so überlegt, sondern es ist so wie, es hat sich ergeben. Wir haben mal die Frage gestellt, wie machen wir es mit der Wohnung? Ja. Oder was mache ich mit meinen Sachen? Und dann habe ich mal gesagt, ja, wir können es doch so machen, ich stelle alles ins Büro rein. Und dann ist das Büro noch das, was ich zahle. Und dann hat sie auch mal vorgeschlagen, ja, was ist, wenn ich ein Zimmer hätte? Dann könnte ich irgendwie mit einer Kollegin eine WG machen, weil sie vorher noch in einer WG gewohnt. Das wäre eigentlich anlässig, dann musst du nichts mehr zahlen. Und ich habe gesagt, ja, wieso eigentlich nicht? Mhm. Weil da war noch die Rede davon, das Zeug in Estrich zu tun, vielleicht, wo wir fast nicht brauchen. Und ja, so ist das eigentlich zustande gekommen. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir uns voneinander ausgelebt haben. Mhm. Also komm, wir lassen das mal ein bisschen los mit deiner Freundin. Und da bin ich jetzt auch froh. Gell? Es wird nämlich jetzt langsam ein bisschen eng, gell? Ja, jetzt wird es langsam eng. Genau. Ja. Komm, wir gehen zu den Eltern. Oh, was sagen die? Der Janik kommt heim und sagt, Mami, Papi, irgendwie habe ich ein bisschen die Schnauze voll von diesem Leben hier. Es ist mir alles ein bisschen zu materialistisch. Ja. Ich gehe jetzt einfach mal raus in die Welt, ich will ein bisschen mehr erfahren, will mich lernen kennen. Ja. Was haben deine Eltern gesagt? Mega cool. Ja, das war wirklich so gesehen. Ja. Sie haben beide mich sofort unterstützt, so einfach moralisch, und gesagt, das finden wir cool. Speziell ist einfach etwas, das sieht man selten bis nie, dass das einer gerade so in diesen Ansprüchen macht. Aber ja, es ist eigentlich nichts so von wegen Angst. Es war eigentlich mehr so, gewesen, ja, wie machst du es, wie finanzierst du es, wo schlafst du? Für die Mami ist auch immer gerade der wichtigste. Wo schläfst? Nimm dir eine Decke mit, Bub. Ja, genau. Wo bist du über die Nacht? Wie machst du das? Das ist doch mit Sicherheit. Halt, genau. Mhm. Sie hat sich das halt auch nicht so vorstellen. Weil sie halt auch nicht in so dieser Welt ist, wie ich schon durchs Kledern und so, ist das für mich schon normal gewesen. Man geht in den Wald raus, man schläft da mal unter einem Baum, am Boden, neben dem Auto.
Das habe ich schon jahrelang gemacht. Ja. Du bist ein richtiger Naturmensch, kann man ja, so ich sagen. Ich habe Natur sehr gerne. Ja. Ja. Gibt es denn Orte, wo deine Mami gesagt hat, Janik, du kannst überall her auf dieser Welt, aber dorthin, mach mir einen Gefallen, dorthin gehst bitte nicht. Nein, das hat sie so nie gesagt. Wahnsinn, ja. Oder? Dort ist auch mehr, so ein bisschen, was ich davon erzählen habe, so richtig, eben so Südosten, so der arabische Raum. Der löst halt in vielen innen so ja. Die Angst, die man aus den Medien herauskennen hat, einfach auf, hey, musst du aufpassen wegen den Terroristen und was mit den Taliban und musst du schauen, dass du nicht am Schluss in einem Erdloch verwachst. Ja, ich habe für mich einfach gesagt, ich habe so viele gute Berichte gelesen von Leuten, die da waren, selbst von einem, der einen Marathon läuft in Afghanistan, wo wirklich auch mehr ein heißes Pflaster ist. Wo man sagen, nein, schlechte Menschen gibt es überall. Die kann man hier in der Schweiz, die können wir jetzt hier, wo wir sind, geht auch in die Stadt und läuft jemand her. Oder? Und dann will man etwas Böses. Dann kann das hier genauso passieren wie irgendwie im Iran aussen. Ja. Darum da sind wir eigentlich schon sehr, sehr gut sehr unterstützt von den Eltern. Janik, hast du Platz für etwas mitzunehmen aufs Velo? Auf die Reise. Wie gross darf das sein? Oh, wie gross darf das sein? Also. So. Vielleicht. Hat das Platz auf deiner Weltreise? Das Herz? Ja, das bekommen wir sicher irgendwo. Herren drei. Wahrscheinlich eher drei. Also, lass mal. Ja. Das geben wir all unseren Gästen, die wir besuchen, oder all unseren Menschen, die wir begegnen, die uns die Lebensgeschichte erzählen. Eine Frage, die ich auch immer stelle, ist, was würdest du in das Herz hineinschreiben? Vielleicht jetzt gerade in Bezug auf deine Reise, die du vorhast. Was ist dir extrem wichtig? Wo die Welt soll wissen, wo du sollst wissen, wo nie mehr soll vergessen werden. Was wäre dir wichtig? Oh, was mir... Dass alles grundsätzlich okay ist, dass es wir selber so entscheiden, wo wir hergehen, was wir machen und ja, dass wir alles erreichen können, was wir wollen im Leben. Wow. Das ist so bisschen... Genau so lassen wir das stehen. Janik, mach mir einen Gefallen, nimm das Herz mit auf deine Reise und mach an den schönsten Orten, wo du herkommst, ein Bild mit dem Herz. Dass wir immer wissen, hier in der Schweiz, du hast das Herz immer noch am richtigen Fleck. Genau. Und du denkst noch ein bisschen an die Schweiz zurück. Ich wünsche dir alles Gute auf deiner Reise. Und ich hoffe ganz fest für dich, dass du den Janik lernst kennen, dass du den Janik findest, den du gerne willst finden. Genau. Danke vielmals. Guten Start am 1. August. Und jetzt schauen wir noch, wie du davon fährst. Mit dem Velo, das auf die Welt genau. geht. Erste. Das darfst du mir schon umgeben. Also. Gute Zeit, alles Gute Danke und gute Reise und viel gute Erlebnisse. Merci. Und jetzt schauen wir noch, wie du hier wegdriftest mit dem. Ja, das kannst du in den Sack nehmen. Dann nehmen wir sie in die Hand. Genau. Das Herz noch verlieren. Genau. Gute Zeit, alles Gute. Und hier fährt er weg, der Janik, der am 1. August mit seinem Velo geplant hat, rund um die Welt zu fahren, um sich selber zu finden und vielleicht auch irgendetwas lernen kennen, das er bis dahin noch nicht kennt hat. Mir hat es spannend, ich hoffe euch auch. Wenn ihr Lust habt, nächsten Dienstag heisst es wieder «Einfach Mensch» mit einer neuen Geschichte. Mich würde es freuen, dass ihr dabei seid. Bis dann, habt Sorge zueinander. Mm-hmm.